Das neue Bananarad ist da mit nur Bananenskins plus zwei Skins, die wir gar nicht haben und ein ganz kompletter neuer Skin. Wir gehen rein ins Video. Wir haben hier nämlich ein ganz bestimmtes Rad, Leute. Und zwar Going Bananas Rad. Das ist ein Rad einfach voller Bananen. Das ist echt ein cooles Rad, muss ich sagen an der Stelle. Guck mal, wir haben hier alle Bananen, die es gibt in Stumble Guys. Und wir haben alle außer, glaub, einen Banana Imposter, Freunde. Guck mal, das wird heute ein kunterbuntes Banana-Video. Und wir testen heute auch mal ein paar Bananen. Bevor wir das aber machen, ihr wisst, was zu tun ist. Erstmal das kostenlose Glücksdrehrad drehen. Ganz, ganz wichtig. Ich bin so auf die Banane gespannt, wie die gleich mal im Spiel aussehen wird. Ich glaube, die wird echt nice aussehen. Na, schade. 5 Juwelen immerhin. Gut, jetzt kommen wir hier mal zum Rad und das ist hier eine legendäre Banane. Ah, guck mal, wusste ich gar nicht. Alle Bananen sind mindestens legendär. Okay, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum und drehen mal, um zu gucken, wann wir die neue Banane kriegen. Guck mal, einfach full Bananen. Richtig lustig. Man denkt, jeder Skin ist gefühlt gleich, aber ist es ja nicht. Das ist halt auch krass dabei. Okay, mal gucken, was wir als nächstes kriegen. Oh, fast. Fast mythische Banane. Guck mal, die Banane ist zum Beispiel legendär und ist so Gold. Ja, oh. Wir haben Duck Peel nicht. Das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott. Okay, das wusste ich echt nicht. Ey, das ist ja cool. Wir hatten den nicht. Krass, okay, okay. Das ist schon mal sehr, sehr gut, Freunde, dass wir den nicht hatten. Wir bekommen... Okay, den haben wir auf jeden Fall, diese Ninja-Banane. Und Dark Peely hatten wir nicht. Krass. Das ist schon mal ganz geil, Freunde. Bin ich ehrlich mit euch. Und wann kriegen wir den Going Banana Skin hier? Diesen Affen-Bananen-Skin. Ja, Affen mögen ja anscheinend Bananen. Und deswegen haben die jetzt einen Affen reingehauen. So, ja gut. Okay, gebt euch mal einfach Dark Peel. Den wir noch nicht hatten. Ich will den mir mal kurz anschauen, Freunde. Ich dachte, ich hatte den immer. Aber anscheinend... Ich suche dich. Das ist einmal Super Banana. Ein Superheld als Banane verkleidet. Hier ist er. Dark Peel. Ey, richtig krass. Den müssen wir auf jeden Fall schon mal verwenden, weil den werden wir auch dann mal spielen. Okay, wir machen jetzt dann mal weiter mit den anderen Skins. Beziehungsweise, wir brauchen ja nur einen Skin. Wir brauchen nur einen Skin. Ganz knapp. Das war ganz knapp. Ja, die mythische Banane haben wir. Das ist diese Zombie-Banane, glaube ich. Die haben wir schon. Als ob wir die jetzt kriegen. Ich wollte schon sagen, als ob wir jetzt mythisch vor der einen Banane kriegen. Das wäre natürlich krass. Ah, okay. Wir bekommen hier wieder was. Gucken, was wir als nächstes kriegen. Okay. Wieder eine Banane. Ja, mythisch. Tschüss. Wir kriegen einfach mythisch, Bro. Als ob wir jetzt... Mythisch und special. Und jetzt bekommen wir den Banana-Impostor. Jawoll. Wie krass war das gerade, bitte? Wir haben gerade mythisch, special und den neuen Skin bekommen, den wir brauchen. Leute, besser geht's nicht. Besser geht es eigentlich nicht. Und wir bekommen am Ende noch die normale Banane. Ey, das ist ja krank, was wir am Ende hier noch bekommen haben. Ist heftig. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Und zwar aber mit dem Dark Peel. Ich wusste das nicht. Wo haben wir den denn bekommen? War das ein Skin bei einem Turnier vielleicht, Freunde? Hat man den bei einem Turnier bekommen vielleicht, den Skin? Kann das sein, dass das so ein Turnierskin war? Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob das ein Turnierskin war. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Wo haben wir Dark Peel bekommen? Würde mich mal interessieren. Wir spielen den gerade einfach das allererste Mal. Und direkt auch auf der neuen Map. Race for Eternia. Let's go. Oh. Das ist schon so eine bisschen vergammelte Banane. Der Dark Peel. Die ist schon ein bisschen vergammelt. Aber dennoch sieht die Banane echt nice aus. Guck mal jetzt hier rum. Ich glaube, Dark Peel ist ja so ein Bösewicht, ne? So ein kleiner Bösewicht ist das. So, boom, einmal aufbrechen. Alter, wir sind Erster. Digga, was geht ab? Seitdem ich Dark Peel hier spiele, geht's richtig rund. Guck mal hier, zack, boom. Ey, die haben gar keine Chance. Bro, das war ein Bug.
Ich bin einfach durch die Sterne durch. Okay. Stumblegeist hier schon mit den ersten Bugs heute. Jawohl, stark. Nein, 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 nein! Boah, das war echt gemein gerade. Also, das war richtig gemein. Muss ich ehrlich sagen. Das fand ich nicht... Hey, Digga, ich komme hin... Was ist denn los? Jetzt aber, ey, wenn ich jetzt nicht durchkomme, raste ich aus. So, jetzt, okay, wir sind durch. Sehr schön. Einmal hier lang. Einmal hier lang. Upp. Nein, 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 nein. Lass mich durch, lass mich durch. Stark. Stark. Und jetzt kommt ein Riesenjump. Boom. Einfach kurz mal den Boden kaputt gemacht. So ein Ding ist das hier. Was hat der für eine Emote gerade eingesetzt, der Typ? Ich wurde gerade übertrieben weit weggehauen. Was war das denn? Ah nein, es war die Hand. Nee, oder? Hat mich die Hand erwischt? Diese Hand, wo da immer rauskommt? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube nicht, dass mich die Hand erwischt hat. Ey, der Skin sieht schon wild aus, Digga. Gefällt mir richtig gut hier. Der Dark Peely. Guck mal, wir können hier lang. Ich bin noch nie hier lang. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nie da lang gegangen. Ey, Junge! Was ist denn jetzt los? So. Ah! Ey, das ist ja übel schwer manchmal. So, jetzt aber. Boah, wir sind direkt am Ziel dann hier. Wir haben übelst die Abkürzung genommen. Hier, guck mal. Zack, kurz den neuen Emote einsetzen. Boom. Oh, uns ist ein bisschen schwindelig. Eieieiei. Ey, Junge. Ich glaub's ja nicht, was für ein Pech wir gerade haben in der Runde. Wir haben übelst Pech. Wir gehen aber gleich mal rein ins Ziel, weil Leute, ich will hier nicht rausfliegen. Okay, jetzt aber. Jetzt sind wir durch, oder? Ja, jetzt haben wir es mit unserem neuen Dark Peel Skin. Mann. Den hatten wir einfach nicht. Jetzt gehen wir in die zweite Map rein. Ich bin auch so gespannt, wie der andere Skin gleich aussehen wird, Freunde. Ich glaube, der wird auch richtig, richtig nice gleich. Okay, Lost Temple haben wir hier bekommen. Das ist hier die nächste Map mit unserem Dark Peel. Komm schon, Dark Peely. Ich nenne ihn einfach Peely, Leute, wie in Fortnite. Da ist ja auch Peely. Auf Deutsch Charlie. Auf Englisch heißt ja Peely einfach, Charlie einfach Peely. So rum. Na, jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. So, zack, zack. Wir sind schon mal gut dabei. Der Skin gefällt mir auch. Ist ein richtiger Schurke hier. Boah, wir überholen die Leute. Oh, jetzt muss man aufpassen. Hä, Bro, was sind das für Bugs? Digga. Das sind die komischsten Bugs, die ich hier gerade kriege die ganze Zeit. Also jetzt mal ohne Scheiß. Was bekomme ich denn hier die ganze Zeit für Bugs? Mann, oh Mädel. Einmal vorhin durchgerasselt, jetzt nochmal durchgerasselt. Immer durchrasseln hier. Finale Acid Pool. Ey Leute, ich will den Skin trotzdem mal kurz bewerten, weil der halt echt nice ist. Der bekommt von mir eine 9,5. Richtig nice Skin. Gefällt mir sehr gut. So, weg mit dir. Boah, ich muss halt übel aufpassen, wenn ich den Emote einsetze, dass wir nicht rausfliegen. Und wie gesagt, schreibt mal bitte rein, wo wir den Skin bekommen haben. War es ein Turnier? War es irgendwas anderes? Toll! Toll, toll, toll! Danke dir, wegen dir sind wir rausgeflogen, Junge. Okay, gut, ich habe den auch geboxt. Okay, jetzt kommen wir zum neuen Skin. Banana Impostor. Einfach ein Affe als Banane. So. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mit diesem coolen Skin rein. Ich finde es auch cool, dass sie den Affen lila gemacht haben. Das passt übelst gut diesmal. Okay, let's go, Freunde. Wir gehen rein in die Runde mit unserem neuen Bananenaffen. Also man erkennt auf jeden Fall, dass es ein Affe sein soll. Ich mag diese Map am Anfang. Es macht übelst Bock, hier rumzuschlittern. Boom, let's go, Alter. Guck mal, wie geil der aussieht. Einfach so eine richtig dicke, kleine, fette Banane. Richtig cool, Leute. Wie nennen wir den Affen? Ich wollte eigentlich Appa wegen Avatar Aang. Warum hatte ich Appa von Avatar Aang im Kopf? Ich weiß es nicht. Appa ist eigentlich cool. Doch, wir nennen den Appa. Appa ist cool. Nennen wir den Appa. Und das geht Appa. Komm, Appa, das schaffst du. Let's go, Appa. Komm schon. Ja, der ist auf jeden Fall auch breiter als die anderen Skins. Oh, boom. Guck mal, wie cool wir aussehen. Wir haben eine Sonnenbrille auf. Wir sehen richtig cool aus, Junge.
Also, ich glaube, wir sind der Coolste in der Lobby. Keiner kann uns hier was vormachen. Wir sind der Allercoolste hier in der Lobby. Niemand sieht so cool aus wie wir. Wir haben ein richtig cooles Kostüm. Sind ein Affe mit einer richtig coolen Brille. Affen sind auch so coole Tiere, finde ich, Leute. Richtig coole Tiere. Na, ey! Ey, Junge! Der erinnert mich ein bisschen an, oh Gott. Jetzt wurde ich zurückteleportiert. Der, oder? Nee. Der erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong, oder? Findet ihr nicht? Junge, ey, dieser blöde Totenkopf, der die ganze Zeit da rauskommt. Ich sag euch, bei diesem Level hier habe ich Probleme. Immer wenn wir hier hinkommen. Digga, es ist, ey! Was ist das für ein Level immer hier? Ich finde, die Kugel kommt viel zu oft. Warte, wir warten jetzt. Jetzt kommt nämlich die Kugel wieder. Ey. Jetzt gehe ich und dann kommt die Kugel nicht. Ey, Junge! Was? Jetzt fliege ich. Junge! Reicht! Ich gehe jetzt normal durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Verarsche gerade? Junge, Junge, Junge. Wir müssen uns jetzt übel beeilen. Nein! Ey. Dieser blöde Totenkopf, der da immer rauskommt. Junge, wir werden gerade fast rausgeflogen, Leute, ne? Ey, ey, was ist jetzt los? Puh, ganz ruhig. Ich weiß nicht, ob das immer die gleichen Maps sind hier. Da ist immer Race for Eternia ist und dann ist Lost Temple. Ich glaube, ja, ne? Das sind immer die gleichen Maps anfangs, glaube ich. So, let's go. Upper. Upper Donkey Kong. Boom. 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 Ich finde, StumbleGuys muss mehr so lustige Skins rausbringen. Das ist jetzt auch so ein lustiger Skin. Die sollen mehr von solchen lustigen Skins rausbringen. So, hier. Mein Schwert ist da. Boom. Okay, wir warten ganz kurz, bis die Kugel hier weg ist. Und gehen ganz entspannt ins Ziel rein. Wir warten mal ganz kurz, jemanden abwerfen mit meinem Schneeball. So, kommt mal her. Ich warte auf euch. Ich habe ihn zwar getroffen, aber es hat nichts gebracht, Freunde. Wir sind im Finale. Und diesmal gewinnen wir mit Appa. So ein Ding ist das. Ja, okay, ich glaube, die Maps sind die gleichen hier. Man bekommt immer die Maps. So, weg mit dir! Ciao. Also, kommen wir mal zur Bewertung ganz kurz. Das sieht echt cool aus. Das ist so ein funny Skin. Hat jetzt keine krassen Special-Effekte, aber wird bei dem jetzt auch gar keinen Sinn machen, ne? Passt ja auch nicht irgendwelche Special-Effekte bei dem Skin. Das müssen wir außen vor lassen. Deswegen, ich würde sagen, der Skin bekommt von uns eine 9, ich weiß nicht, ob das so gut ist wie Dark Peel. Doch, doch, doch. 9,5 auch, Leute. Guck mal, Dark Peel sieht krass aus. Der ist halt lustig. So rum. Dark Peel sieht krass aus, er ist lustig. Deswegen, ich finde beide 9,5. Und der sieht echt mega lustig aus, Freunde. Vor allem auch cool. Der ist ja nicht nur lustig, der ist cool. Ich bin aber auch so blöd. Wie kann ich zweimal richtig blöd sterben? Egal, Leute. GG, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Bananarad war richtig cool. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao, ciao.